Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des 17. Spieltages und dem Meisterschaftsspiel VfB Homberg gegen den SC Verl hier beim VfB Homberg im BCC-Stadion recht herzlich begrüßen. Selbstverständlich zunächst mal unsere Gästetrainer, Herrn Capretti vom SC Verl und unseren Cheftrainer Stefan Janssen. Das Spiel endete, wie wir sehen, 1:0 für den VfB Homberg. Und ich darf zunächst mal unseren Gästetrainer, Herrn Capretti, mit seinem Statement zum Spiel bitten. Ja, schönen Tag zusammen. Zuallererst Glückwunsch zum Sieg, Stefan. Ich glaube, das war kein einfaches Spiel für alle Beteiligten. Ich hatte vor dem Spiel ein wenig die Befürchtung, dass wir eventuell nicht die richtige Einstellung zum Spiel finden, zum Gegner, nach unserem Pokalspiel. Aber dem war nicht so. Die Jungs, die waren total engagiert, haben den Kampf gut angenommen. Auf dem Platz, der immer schlechter wurde. Aber es ist ja auch nicht untypisch für so eine Jahreszeit. Wir haben es trotzdem versucht. Wir haben trotzdem versucht, spielerische Lösungen zu finden. Die Jungs sind immer angelaufen, haben versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Wir haben viele Ballbesitzphasen gehabt. Ich denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es eigentlich ein typisches 0-0-Spiel gewesen wäre. Wir haben eine Chance gehabt, wo Aygün Falks ja Pfosten trifft. Dann, in der ersten Halbzeit hat man eine Chance in Überzahl. Da geht es Dabko auf den Torwart zu. Okay, wir spielen es nicht gut aus, daraus wird nichts. Ja, und Homberg hat dann seine Chance und Nutze. Und das war so ein Spiel, klassisch. Die Mannschaft, die als erstes das Tor schießt, gewinnt das dann auch. Und ich muss auch Lob an Homberg aussprechen. Die haben das ja wirklich gut verteidigt, haben sich reingeworfen in jeden Zweikampf. Man hat denen einfach angemerkt, dass sie um jeden Punkt kämpfen. Und letzten Endes haben sie das Spiel dann gewonnen. Wie gesagt, deswegen auch Glückwunsch. Aber ich kann meiner Mannschaft überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Haben es hinterher auch ein bisschen mit der Brechstange versucht. Es hat nicht geklappt, aber das ist so. Ich meine, in den Wochen davor habe ich auch immer gesagt, wir müssen ruhig bleiben, auch wo es so gut lief. Jetzt haben wir ein Spiel verloren, dann bleiben wir auch ruhig, wir werden es analysieren. Ich freue mich riesig auf die letzten 4 Spiele in diesem Jahr. Da wollen wir einfach Gas geben, weiter unseren Weg gehen. Und wenn wir das machen, wenn meine Jungs immer in jedem Spiel Gas geben, dann kann ich den Jungs auch nicht böse sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstag. Weiterhin viel Erfolg dir und deiner Mannschaft, Stefan. Und tschüss. Ja, vielen Dank, Herr Capretti, für Ihr faires Statement. Ich gebe mal weiter an unseren Trainer Stefan Janssen. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo an euch alle, an Sie. Gerina, ich hatte mir vor dem Spiel vorgenommen, was zu sagen. Das hört sich jetzt mal leicht an, wenn man gewonnen hat. Das ist aber nicht so. Ich wollte dir und deinen Jungs zu einer bis dato sensationellen Saison gratulieren. 2 DFB-Pokalrunden gewonnen. Ich denke, die gesamte Regionalliga ein bisschen stolz. Zum Spiel muss ich sagen, klar, haben wir unter Tabellenführer gespielt, da hast du, wenn du auf dem Abstiegsplatz stehst, nichts zu verlieren. Du musst eins tun, du musst laufen, rennen, kämpfen und das immer wieder wiederholen, in jeder Minute des Spiels. Und genau das haben meine Jungs heute gemacht. Darüber hinaus haben sie versucht, Fußball zu spielen. Das ist so, im Winter werden die Plätze tiefer. Genau das ist ja unsere Chance gegen Mannschaften, die spielstärker sind. Und wir haben es trotzdem versucht, Fußball zu spielen. Wir haben nicht nur die Bälle weggeschlagen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir gezwungen worden durch das aggressive Pressing von Verl, die uns in die Defensive gedrängt haben. Da mussten wir einfach mal rustikal spielen. Auch das ist dann am Ende ein Mittel für uns,
um uns zu befreien, um ein bisschen Luft zu bekommen in solchen Spielen und dann hinten raus vielleicht nochmal eine Luft zu bekommen. Die haben wir in dem Fall bekommen. Wir haben tatsächlich mit der zweiten Torchance das Tor gemacht. Das freut mich natürlich riesig, dass wir so ein Spiel, wo ich sagen würde, bei 0-0 wäre es auch toll gewesen, dann auch noch 1-0 gewinnen. Das freut mich schon wieder. Die Jungs sitzen jetzt wieder da unten, erinnert mich so ein bisschen an unsere Aufstiegsfeier. Und ich gönne den Jungs das von Herzen und ich freue mich total für die. Wir wissen aber, also letztes Mal hier gesessen haben, die Bonn gewonnen haben, nur danach 4-0 in Schalke verloren. Wir wissen aber, was wir in der Woche jetzt anders machen müssen. Wir fahren nämlich jetzt wieder zu einer U-Mannschaft nach Gladbach am Wochenende. Also wenn wir ein bisschen was anders machen als damals. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt dranbleiben. Ja, dass wir unsere Serie jetzt ausbauen, hätte ich fast gesagt, aber Quatsch. Immer schön am Teppich bleiben, wir machen das, was wir am besten können, weil es ehrlich Fußball spielen. Euch alles, alles Gute, ihr macht einen richtig geilen Job bei euch im Verein, das kann ich nur den Mut ziehen. Alles Gute für euch, Ihnen ein schönes Wochenende, Dankeschön. Ja, Dankeschön an beide Trainer. Ich darf Ihnen noch einen schönen Restsamstag wünschen. Ich denke, die Gespräche mit der Presse werden jetzt hier bilateral weitergeführt, sofern denn nötig. Und ansonsten einen schönen Restsamstag. Die Sonne kommt raus, der VfB hat gewonnen. Bis in 14 Tagen, wir gegen Fortuna Köln. Dankeschön.